Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück hier zur Laubenpieper-Edition vom Sonntag, denn sonntags ist man bei uns hier im Garten und warum soll man da nicht auch ein Review machen? Das Dip-Review mache ich auch gleich noch, weil morgen ist ja WrestleMania oder heute gleich nachher und das geht bis 6 Uhr früh und das schaffe ich dann Montag, glaube ich, nicht, das Review zu machen. Damit ihr es aber trotzdem kriegt, werde ich es auf jeden Fall gleich drehen. Also heute geht es um den Toke Toast Marmalade und wie der ist, das sehen wir gleich. Toke Toast and Marmalade hier in der Laubenpieper Edition, mal wieder im Garten. Warum nicht? Das Wetter ist herrlich, gerade Kartoffeln eingepflanzt und dann gönnt man sich nach so einer hart schweren Arbeit doch gerne mal einen Schnupftabak. Und zwar, heute geht es um den Toke Toast and Marmalade. Ja, warum der? Den habe ich noch über aus dem Eintreffen von den beiden aus Mettelfranken. Herzlichen Dank nochmal. Den haben sie mir quasi überlassen, weil der jetzt, wie sie selber sagten, nicht ganz so gut ist. Ich habe ihn natürlich vorher schon probiert. Der liegt jetzt auch schon einige Zeit bei mir. Habe jetzt aber wieder neue Tokes bestellt, sodass wir dann auch natürlich nächsten Sonntag auch wieder weitermachen. Das war also der letzte im Bunde, den ich jetzt von der alten Variation noch hatte. Ja, Toast and Marmalade ist im Prinzip, hört sich schon mal ganz gut an. Passt auch sonntags. Toast mit Marmelade finde ich eigentlich eine ganz funky Idee. Aber ob der wieder gut umgesetzt ist, das werden wir jetzt mal sehen. Wir gucken uns natürlich erstmal die Verpackung an. So sieht die aus. Ich brauche jetzt hier nicht so viel zeigen. Ne? Halt Toke, Toast and Marmalade. Toke wird durch TPD2 hier beim Snuff Store nachher, soweit ich das weiß, auch nicht mehr erhältlich sein. Ihr könnt aber direkt bei tokesnuff.com und bei mrsnuff.com auch die Dinger auf jeden Fall direkt bestellen. Also das soll auf jeden Fall auch wunderbar funktionieren. Also von daher würde ich mir da jetzt gar nicht so große Sorgen machen. Ist natürlich doof für Snuff Store und Snuff and More. Aber so wie ich weiß, soll dieser Roderick, das ist ja ein Ire, der die Dinger hier, sag ich mal, ins Leben gerufen hat, der soll sich auch irgendwie ziemlich kreativ mit der Namensgebung sein. Und da freue ich mich drauf, bin ich mal gespannt, was dabei noch rauskommt. Wollen wir mal sehen. So, dann machen wir das Ganze hier mal auf. Die schöne Drehdose, ja, kennen wir, ist auch typische Toke klassische Konsistenz. Es gibt ja noch ein paar andere, die so ein bisschen rustikar-mäßig sind. Da habe ich jetzt auch noch einen wieder mit dabei. Ich weiß ja immer nicht, wie die Sorte, ob die jetzt rustikar oder nicht rustikar ist. Das ist immer so eine Überraschung für mich. Das ist jetzt hier diese typische Toke-Mischung. Sehr fein, hell. Ne? Und ja, so sieht das Ganze halt aus. Wir wollen mal dran riechen. Ja, das Ganze riecht ein bisschen Toast, also so ein richtiger geräucherter Schnupftabak, so wie diese Irish Toast Dinger. Riecht im Prinzip schon mal so. Marmelade vermag ich hier tatsächlich nicht herauszunehmen. Und hinter diesem Geräucherten kommt tatsächlich so ein bisschen dieser typische Toke-Tabakmischungsgeschmack heraus. Also auch hier wieder sind wir wohl wieder bei der gleichen Sorte mit dieser halt, was halt draufsteht, Aromatisierung. So, tut mir leid, dass ich mich hier so ein bisschen verhaspel. Es ist immer ziemlich ungewohnt, nicht im Studio zu sitzen, sondern hier außerhalb das zu machen. Aber okay, ja, riecht schon mal so ganz lecker. Riecht jetzt aber mehr nach Toast als nach Marmelade. Aber gut, wir werden uns gleich eines Besseren belehren lassen, indem wir uns hier nochmal eine kleine Prilla gönnen. So, Prost, liebe Freunde. Ja. Schade. Mal wieder schade. Ja, es kommt dieser rauchige Geschmack hindurch, also was wohl dieses Toastmäßige dann herausbringen soll. Dann haben wir aber leider ziemlich wenig Marmeladenfrucht. Ich würde hier tatsächlich mal mehr so auf Erdbeer eventuell tippen, sollte es wohl sein. Ja, kommt aber sehr, sehr wenig hindurch. Schade. Also hätte ein bisschen besser sein können. Ich finde, mir fehlt ein bisschen mehr Frucht dort drin. Also dort sollte vielleicht eventuell ein bisschen mehr Frucht drin sein. Dann würde ich das eventuell eine ganz interessante Kombi finden. Jetzt hier in diesem Fall ist es für mich einfach nur so ein Toast mit so einem ganz minimalen Fruchtgeschmack im Hintergrund, der wirklich sehr, sehr wenig hindurchkommt. Also da denke ich mal, könnte man noch ein bisschen was machen. Also ich würde mich freuen, wenn das Ganze tatsächlich noch mal ein bisschen fruchtiger wäre. Ne, und das wäre dann, denke ich mal, auch eine echt witzige Alternative. Jetzt so in dieser Variante hier gefällt es mir nicht ganz so gut.
Ich mag zwar gerne die röstigen Schnups, mag ich auch sehr gerne, aber dieses hier ist definitiv nicht so das, was hier draufsteht und was ich mir darunter vorgestellt habe. Gut, ist nun mal so, aber wir wissen alle, Toke hat eine Top-Qualität, das muss ich wirklich jetzt auch mal sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Toke schlecht machen will. Toke, da gibt es wirklich viele, viele gute und super Schnupftabake von Toke. Und ich denke mal, diese Firma hat auch wirklich noch das Zeug dazu, auch wirklich noch richtig interessante Sachen herzustellen. Und da würde ich mich echt in Zukunft auch sehr drüber freuen. Und ja, also bitte weitermachen mit diesen coolen Sorten. Also es gibt da wirklich noch interessante. Wir haben jetzt auch wieder noch ein paar interessantere Cola, kommt da hinzu. Toke Coke zum Beispiel hat schon einen witzigen Namen. Oder auch Ginger Cold Food haben wir. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, was da noch bei rumkommt. Toasted Marmalade ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Ist eine witzige Idee. Leider nicht ganz so toll umgesetzt, aber das ist dann nun mal so. Ich würde dem jetzt hier mal eine 4 von 10 Punkten geben. Ich denke mal, das ist eine faire Wertung. Wer einen Toast-Schnupftabak mag, könnte dort eventuell doch noch Gefallen dran finden. Für die, die jetzt denken, dass es wirklich nach Toast und Marmelade schmeckt, muss ich leider enttäuschen in dem Sinne hin. Das tut es leider nicht. Aber okay, wir denke ich mal sind, es ist ausbaufähig. Ne? Also falls Toke, die Firma Toke, das hier sehen sollte, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr das vielleicht so ein bisschen mitnehmt, das wäre super. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, wahrscheinlich nicht. Aber das wäre zum Beispiel schon mal ganz klasse und denke, dass wir dann vielleicht eventuell dort vielleicht noch mal ein bisschen mehr Frucht mit hineinkriegen. Das wäre super. Ja, das war's vom Sonntag. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Ich habe übrigens neu beim Snuff Store auch wieder eine Bestellung getätigt. Es kommen wieder tolle neue Schnupftabakel am Mittwoch wieder hinzu. Unter anderem dieser hier, der Old English von McCrystals. Endlich mal wieder McCrystals und ich freue mich. Und ja, wir werden uns im nächsten Video dann sehen. Also bis dahin, tschüss, macht's gut und haut rein.